Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Dann, hast du noch was im Nachklang zu Europa? Zu Ach dem na ja, also dieser Viktor Orban oder wie der Typ heißt, das war ja unterirdisch. Der hat seine ganzen rechten Konsorten versammelt, um da einen Zwergenaufstand im Parlament zu machen. Also ehrlich, braucht kein Mensch außer die. Und da wird dann auch noch PR draus gemacht von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, man soll das gar nicht so breit treten. Was sie irgendwo in so einem Privatsender gemacht haben, war das bei Welt TV oder was? Da haben sie die Wagenknecht gegen die Weidel gehetzt. Das ist dann mal was, das sind beide an einer Stelle, da sieht kaum einer, in Ordnung, gut. Naja, ich Aber brauch's dann ist nicht, das aber wegen mir auch die keine Welt. Meldung mehr wert, auch nicht im Deutschlandfunk oder sonst wie, lang und breit, was die da gegenseitig sich vorgeworfen haben. Unglaublich. Also Hirnrissig, ja. ich finde es absolut überflüssig, ja, also eine Propagandasendung für eine Döpfner-Firma zu machen. Die Welt, das große Organ der Welt. Nee, also das kann mich, geht mir am Arsch vorbei. Und jetzt unterhalten wir uns auch schon eine Minute drüber, viel zu Genau, lang. viel zu viel. Ja. Also diese Zweidrittelmehrheit, die sie verfassungsmäßig schaffen wollen, für Wahl von Verfassungsrichtern, prinzipiell ja in Ordnung. Aber dem Bundesbürger sei gesagt, wenn die AfD eine Sperrminorität hat von über 30%, dann nützt auch das wenig, denn das werden die nutzen zum Blockieren und das werden die durchziehen. Da ist ihnen politische Gestaltung in der Weise, dass da demokratiefördernde Geschichten passieren, völlig egal. Das geht denen an den Arsch vorbei. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass das Die wollen auch, verhindern, was ist es? wir müssen nichtsdestotrotz ein paar Entscheidungen jetzt nochmal durchziehen. Ich glaube, auch die Schuldenbremse muss nach wie vor weg. Da hat die deutsche Industrie ja heute zu Recht nochmal mit Kampeter heftig gejammert, dass da Investitionsentscheidungen nicht gemacht werden, dass da über Strompreise nicht gesprochen wird und. Es ist einfach an der Zeit zu erkennen, dass die sogenannte Schuldenbremse tatsächlich eine Investitions- und eine Zukunftsbremse ist. Und wer das nicht einsieht, der ist eben von vorgestern. Ja, also schönen Grüß an Christian, ne? Ja, da war doch entlarvend, was ich gerade eben in den Nachrichten gehört habe, dass diese Voraussetzungen, also diese Hindernisse, schon seit über 5 Jahren existieren. Wenn ich 5 Jahre zurückrechne, dann war das zu Beginn der Corona-Zeit. Also muss das vorher schon bekannt gewesen sein, bevor Corona kam. Da hat noch keiner über eine Ampel gemunkelt. Nein, nein, also ich habe Wer war denn da damals dran, der da schon nichts gemacht hat, obwohl es bekannt war? Was haben die Industriefürsten da mit Merkel belabert oder haben die gar nichts gemacht? Ja, hallo. Naja, du, die Manager in der Industrie, die sind immer zufrieden, wenn sie ihre dicken Bonis bekommen, wenn die einmal im Jahr nicht 7 Millionen bekommen, sondern eine kleine Erhöhung auf 8 Millionen, dann machen die schon nichts mehr. Dann sind die satisfied, dann ist die Komfortzone in Ordnung bei den Herren, anstatt dass die mal perspektivisch darüber nachdenken, wohin die Reise gehen soll. Das brauchen die doch nicht. Die rechnen von Quartal zu Quartal. Ja, Und genau. anstelle dessen, dass sie da mal das Maul aufmachen und sagen, wir brauchen Investitionen in die Zukunft, wird dann das Gegenteil noch korportiert. Da gründen sie Initiativen für irgendeine Marktwirtschaft. Um die Binnennachfrage zu bremsen, hängen sich auf an Arbeits- und Lohnkosten, was also im Kostenblock eine der zu vernachlässigsten Größen überhaupt So ist ist. es. Ja. Boah, widerlich. Ja, Ja, und apropos Wirtschaftlichkeit. OpenAI warnt vor großen Verlusten. Das sind die mit ChatGPT, falls da irgendeiner das noch nicht so genau weiß. Ja, da machen die also Verluste. Die Privaten, die das Ganze initiieren, uns erst die Daten klauen, ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen, die kriegen es nicht hin, dass diese großen Geschichten wirtschaftlich sind. Hallo? ja. Dann würde ich doch vorschlagen, wenn das jetzt soweit ist, dann werden all diese Firmen vergesellschaftet. Ja. Dann kann der Staat das sicherlich ein ganz klein wenig besser. Und selbst wenn er Ja. damit keinen Profit macht, Ja. er würde aber alles so hinstellen, dass jeder davon
seinen Nutzen hätte und nicht nur die Multimilliardäre, die paar wenigen, die fünf Großen. Ja. Nein, da muss wirklich ein Umdenken erfolgen. Wir müssen einfach auch sehen, dass wir früher in der im Krankenhaus auch nicht schlechter versorgt worden sind als heute. Das muss man einfach deutlich mal sagen. Und dass eine Verbetriebswirtschaftlichung all dieser Zweige der Gesellschaft, ob das Krankenhäuser sind, ob das Polizei ist, ob das Kommunikation ist, ob das Bahn und Autobahnen sind, Kindergärten, Schulen. Wenn wir das alles betriebswirtschaftlich anfangen zu rechnen, dann rächt sich nichts von diesen ganzen Projekten. Brauchen wir auch alle nicht, weil man kann keine Profite damit machen, sondern man Ja, entwickelt damit das ist der Gesellschaft. eigentlich der springende Punkt. Verbetriebswirtschaftlichung ist ja erstmal nicht verkehrt. Auch ein Staat muss betriebswirtschaftlich rechnen und handeln. Aber es sind ja die Profite, die noch erforderlich sind, um die Aktionäre all dieser privaten Institutionen bei Laune zu halten. Genau. Das geht uns ab. Das fehlt uns. Ja. Ja. Und das ist einfach auch nicht angesagt. Aus diesen Bereichen Profite rausziehen zu wollen, ist der verkehrte Weg. Das kann man so deutlich sagen. Und man muss es auch endlich mal wieder sagen. Das erwarte ich mir im Übrigen auch von der SPD im kommenden Bundestagswahlkampf, dass man da mal klare Kante zeigt Ja. gegenüber diesen Grünlingen und den FDPlern, die ja meinen, das wäre nach wie vor ein Allheilmittel. Geht so nicht. Ja, also wir brauchen schon ein bisschen mehr Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Das ist einfach so. Ob es euch passt oder nicht. Ja. Und wenn ich Also mir man dann muss es. so Typen angucke, wie im Öffentlich-Rechtlichen, gestern Abend musste ich diesen Markus Lanz wieder ertragen, der große Schilder hinter sich hängen hatte, Neuwahlen jetzt sozusagen. Also ich frage mich, wer einem Markus Lanz ein Mandat gibt, solche Forderungen im Öffentlich-Rechtlichen zu präsentieren. Ich kann das nicht verstehen. Also gibt es da irgendwie mal jemand, der mich aufklären kann? Also ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja schon die Öffentlich-Rechtlichen stark im Blick und da läuft ja noch ein Projekt, keine Bühne der AfD, läuft momentan sehr gut. Aber darum geht es ja nicht alleine, sondern es geht darum, welchen Auftrag hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Und da hat Georg Schramm schon 2012 etwas Ah. sehr deutlich gesagt und ich denke, das sollten wir mal verlinken. Das ist nicht nur lustig, sondern das ist zum Heulen am Ende. Und da Ja. sagt er in seinen wenigen Worten, 1,5 Minuten ist der Clip nur lang, dass er das schon seit 8 Jahren predigt. Das war Ja. 2012. Ja. Seit wann liegt das Ganze im Argen? Die Ja. mangelnde Nee, das ist, Ausgestaltung des Auftrages des öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunks. Ja? Das ist ein Selbstbedienungsladen für eine Handvoll Moderatoren. Ich meine, man muss sich vorstellen, Markus Lanz soll, die ZDF will es ja nicht bestätigen, 6 Millionen plus X für die Produktion dieser Sendung jährlich erhalten. Ich schätze mal, es wird noch ein bisschen mehr sein. Das ist Geld, ja. Also Das kriegen die alle. Jeder von normale denen, Arbeit, ja. ob Maischberger, Illner, Ja. sie kriegen alle ungefähr so viel. Ja. Und die bedienen sich das selber, dann machen die noch irgendwelche Lustreisen, die sie hinterher dann auch wieder dem ZDF oder ARD oder sonst dem verkaufen. Das ist aber erstmal finanziert quasi über unsere Beitrags- und Gebühren. Also das finde ich grenzwertig. Ja? Also da müsste ein bisschen mehr demokratische Kontrolle hin. Da kann nicht nur ein Intendant drüber Nicht sitzen. ein bisschen mehr. Die muss endlich wieder stattfinden. Wir haben Ja. Rundfunkräte, 600 an der Zahl, über 600 Ja. in den Ja. ARD, Rundfunkräten im ZDF, Fernsehrat und beim Deutschlandfunk. Ja. Über 600 Leute aus den Ja. gesellschaftlichen Institutionen, von Kirchen, Gewerkschaften Ja. entsandt, zum Teil auch von Landesregierungen, Ja. von anderen gesellschaftlichen Institutionen, Ja. Rotes Kreuz und was du alles Das, hast. Da Rudi. hocken die für 1.000 bis 3.000 € im Monat. Und Ja. wo greifen die mal ein? Ja. Spannende Frage. Müsst ihr euch bei uns nicht fragen. Wir bekommen keinen Cent dafür, dass wir hier für euch ein bisschen was erzählen. Ja, noch nicht, Aber noch nicht, noch nicht. Vielleicht müssen wir privatisieren, damit wir nicht in die Verlustzone wandern hier. genau. Deswegen seid so gut, ein Abo Aber schadet mindestens, mindestens. mindestens. Genau. Ist ja Wir sehen uns. umsonst. Also gratis, umsonst ist das nicht.